aus. So Leute, heute Ludwigshafen Mitte. Es geht Richtung Mainz erstmal und dann geht es noch ein Stück weiter heute. Wetter ist gut, nachdem es gestern geregnet hat und heute erstes Open Air. So, dann schauen wir mal. S-Bahn müsste eigentlich gleich einlaufen. So, angekommen beim Bahnfestival. Besser als nix. Und zwar in Geisenheim, in Rheingau. Das ist kurz vor Rüdesheim, ein Ort. Und das ist immer das erste Festival, was die Festivalsaison eröffnet. Ja, hier schöner Blick in Rheingau und direkt am Rhein unten. Also da vorne geht es auch gleich rein ins Festival. Und dann gucken wir mal, was hier geht. Also, bis gleich. Hallo liebe Freunde von der Konzert Everyday. Heute hat es mal einen weiten Trip gegeben. Das ist fast bis nach Rüdesheim, ein Ort vorher Geisenheim am Rhein. Ihr seht, super Abendstimmung hier beim Besser als Nix Festival. Bahnfestival heißt das ganze Ding. Ich glaube zum 13. Mal gibt es das Ding jetzt hier. Und ja, es geht 3 Tage. Heute ist der Eröffnungstag. Kammerkompte hat eben schon gespielt. Und nachher kommen noch die Döttels und sind noch on every Page. Spielt jetzt gleich 20 Uhr. Ja, morgen gibt es auch noch mal First Band Unicorn, also lohnt sich auf jeden Fall noch mal herzukommen. Das Festival ist auch kostenlos oder Eintritt, also man kann Bändchen kaufen, so wie zum Sport und so weiter. Also da ist schon einiges geboten. Checkt mal aus, besser als nix Festival Geisenheim, Rheingau. Und jetzt schwenke ich euch noch mal hier in die Abendstimmung rein, auf den Rhein hier. Wunderbare Lage direkt am Rheinufer. Na, ihr hört schon, im Hintergrund geht's rund. Gehen wir nochmal auf die Festivalseite. Es ist also ein Riesenfestival eigentlich mit sehr, sehr vielen Ständen, 2 Bühnen, Elektro-Stage und New Bands. Also hier ist schon einiges geboten. So, hier los. Weiter Tag. Besser als nix Festival in Geisenheim. Ich stehe hinter der Anlage der DJ-Bühne im Moment. Highlight heute Abend für mich 21:15 Uhr. First von Unicorn auf der Hauptstage. Ja, und es gibt auch jetzt gleich Pankochen und also heute hat das Programm schon 15 Uhr angefangen. Ich bin aber nicht ganz so früh da gewesen. Noch gestern ein bisschen gebraucht, bis ich heute in die Gänge kam. Aber ich denke mal, das wird ein ganz guter Abend. Ich schalte noch ein bisschen runter, ich habe noch was vom Festival sehen können. Die andere Seite, also wie gesagt, wir sind hier direkt am Rheinufer. Gucken wir direkt auch von den Bühnen direkt drauf. Und heute ist halt ordentlich hier was los. Also muss man schon sagen, hier geht ganz gut die Post ab. Gut, dann sehen wir uns wahrscheinlich später bzw. wieder auf dem Kanal nachher. Da vorne ist übrigens auch die Hauptbühne. Bis später! Ja.